Ich bin eine richtig ranzige Content-Kreatur. Ich bin gerade in Mannheim angekommen. Mit Ihnen hier. Ach so, und heute Buschkraft-Tour, mehrtägig. Ich werde jetzt erstmal ein Biergeschäft aufsuchen gehen. Darauf. Jetzt. Ich habe gerade Bier gekauft und jetzt gelaufe ich zur nächsten Haltestelle. Und dort mit der Straßenbahn zu dorthin zu fahren, wo ich hinfahren soll. Weil da warten Leute auf mich. Meine schmandige Straßenbahn kommt hier angerollt. So, ich bin jetzt hier an dieser Haltestelle angekommen. Und ich habe hier Helmut getroffen. Und ja, wir gelaufen jetzt zu der Stelle, wo die anderen sind. Das hier, das ist ein Schleichweg. Wir werden dahin schleichen. Ich bin ein Kaktus, weil ich kann stechen. Bunker gefunden. Ich bräuchte bitte mal weißen Speck. Macht mich ja alles wirklich wütend. Schickt mir Essig-6-Messer. Damit werden sogar die Zähne vom Meffacher sauber. Jawohl, der ist genauso runtergefallen wie ich damals auf dem Kopf, als ich noch klein war. Das hast du gut gemacht. Da kommen Erinnerungen zurück. Auf jeden. Feinstes Nassholz, Premium-Nassholz. Eben gerade kam so eine versiffte, dreckige, widerliche Rauchwolke und gegen meinen Kopf. Das ist mir in meinen Mund reingefallen. Und Nase und sowas. Deswegen habe ich gerade gehustet. Aber genau, es brennt. Es brennt rum. Es brennt. Und das sieht orange aus. Das hat Farbe orange. Tot. 6 Game Post. Ich brauche ohne Bier, um anzustoßen gleich erstmal. Ich habe übrigens auch dem Motor was gegeben, damit er seine Videos auf Instagram. Wenn man meinen Kopf aufhebelt, dann stinkt das nach Schimmelpilzen. Und deswegen werden die gegessen jetzt. Das ist Magic Dust. Nicht zu verwechseln mit Gewürzpulver. Gewürzpulver. Gewürz. Und das, welche Farbe hat es? Das hat Orange. Eine Mischung aus regelfarbenen und Urinfarbe. Fressen mit ganz viel Fleisch. Fleischerig, Fleischwurst. Fleisch ist geil. Fleisch ist völlig geil. Fleisch mit Schimmelpilzen von meinem Gehirn. So, das Lagerfeuer, das wird umtransferiert. Genau, das wird hier hingelegt. Und das hier, das ist eine Vollfettsäge. Bitte! Und das hier, das wird weiter umgelegt. Nicht zu hoch, ne? Ein kleines Viereck. Das reicht. Weil, guck mal hier. Das hier, das ist dieser Bunker, wo wir pennen. Und hier vorne ist Auto. Und dieser Auto, der muss hier irgendwie aus dem Bunker rausfahren. Und dieser Feuer wäre dann sonst im Weg. Deswegen muss dieser Feuer nach da drüben hingelegt werden. So, der Bus wird jetzt rausgefahren. Guck mal hier, wegen diesem Feuer, wo orange dran ist, ist diese Rettungsdecke. Der wurde durchlöchert. Da wurde ein Loch reingebrannt. Ist ein Wurm geworden. Damit da Wind und sowas reinkommt. Und weil da Wind durchkommt, brennt das Feuer weiter. Genau, brennt das Feuer weiter und dieser ganze Rauch, der zieht dann in diesen Bunker rein. Und deswegen hatten wir die Rettungsdecke da drauf gemacht, damit da kein Wind durchkommt.
Aber das wurde jetzt aufgebrochen von diesem Feuer. Und wir fahren jetzt zum Pfälzer Wald. Shoutout an Primus, sponsor diesen Mann. Sponsor diesen Mann. Meister August. Shoutout an Meister August. Wir fahren jetzt zum Pfälzer Wald. Geprost. Ich grüße Bohnenkraut. Ich grüße Robin. Ich grüße Sebastian Schürmeister. Ich werde ein Restgehirn. Krankheit. Allergie. Wir sind angekommen. Und hier vorne ist Feuerstelle. Das macht der Meth-Fahrer gerade sauber. Genau, da werden wir gleich oder später Feuer machen. Und genau, das ist unser Schlafplatz für heute. Hier in dieser Ruine. Oder weiß ich nicht, was das sein soll. Ach nee, ich glaube nicht, das ist keine Ruine, aber das ist ein Gebäude auf jeden Fall. Eine Hütte, eine große Hütte mit Steine und sowas. Genau, so eine Hütte ist das und das hat diese Feuerstelle, wo man da drin Feuer machen kann. Und hier unten, das ist alles Asche, das ist geil. Das ist richtig geiles Asche. Dieses versiffte Asche, das macht jetzt gerade der Meth-Fahrer weg. Dieses Staub. So, wir haben unseren Platz gefunden und wir machen jetzt mit dem Tarp die Fenster zu, damit das hier nicht durchzieht. Als Windschutz. Damit wir hier besser pennen können. Das ist mir fast gegen mein Bein gefallen. Nochmal. Guck mal hier vorne ist schon wieder dieses orangene Zeug, was warm macht. Meth-Fahrer, hast du schon mal Urin gemacht? Immer. Jeden Tag. Diesen Moment auch. Ja, ich weiß. Das ist die tschechischste Art und Weise, sein Messer zu befreien. Dieser Holzbalken, der ist genauso versifft wie ich selbst. Dieser Kopf hat ein Auge, ein großer Auge, ein richtiger Vollfettauge. Was macht das eigentlich? Oh, es macht Beleuchtung. Rausmachen. So eine Beleuchtung, genau. Komm, wir haben den Baumfeld. Oder bei den Baumfeld. So, jetzt ist das einigermaßen harter hier, Bam. Das sieht halt nicht so geil aus, aber das ist gut. Ich will jetzt Baumfeld. Was, ne? Ja. Na, endlich. Es brennt und raucht rum. Dieser ganze Rauch, der kommt hier in diesen ganzen Raum rein, wo wir später pennen. So, wir laufen jetzt diese Treppe hoch, weil es geht noch weiter hoch. Und da oben, da sollte Aussicht sein. Ja, dieser Hund ist mir gegen mein Bein gelaufen gerade. Aber egal, wir laufen jetzt hoch. Wir sind oben, oder wie das heißt. Und so sieht das aus und das ist total windig. Es ist windig. Die werden einfach nur beschnitten. Die werden beschnitten, die Kartoffeln. Wow, ja. Mit dem schwedischen Messer. Ja. Und in Hundenapf wird es gemischt. Ja.
Das sind gute Kartoffeln. Das sind Drillinge aus Frankreich. Gleich hier aus der Nähe. Ich bin ein Kartoffelkopf. Und das wird jetzt eingebrannt, damit da das Faul bekommt. Ich denke, das sieht gut aus. Dein Löffel war geil. Diese Farbe. Oder irgendwas von dir. Das ist. Das ist einzigartig. Die fetteste Taschenmuschi, die ich mir je gegönnt habe, aber. Das wird genüsslich. Ich glaube daran, dass es genüsslich wird. Ich glaube an ganz andere Dinge. So, jetzt werden Kartoffeln gekocht. Unser Fressen wird gebraten. Unterm echten Grill. Das ist richtig geil. Das werden wir gleich fressen. Guten Morgen. Der nächste Tag ist durch. Der fängt was an. Ich habe Mittagsschlaf gehalten und plötzlich ist das schon wieder dunkel geworden. Aber der ganze Raum hier ist verräuchert. Also zumindest war der verräuchert gewesen. Und mein Gehirn schwappt rum. Da fühlt sich so an, als wenn so ein Stück, wie heißt das Ding, Schleifpapier durch mein Gehirn da gekratzt worden sind. So ungefähr fühlt sich das an. Es ist richtig ranzig. Guck mal, dieser Kamin, der brennt rum. Da kommt Dampf raus und sowas. Vorhin war das hier alles voll geräuchert gewesen, weil da war nasses Holz. Aber jetzt ist das trockenes Holz. Und jetzt kommt das. Jetzt brennt das. Auch jetzt gebrost. Erstmal Bier trinken. Gebrost. Guck mal, wie das knistert. Das ist mein Gehirn, wenn man mein Gehirn auslöffeln würde. Die Verspeisung wird gebraten. Und ich bin die letzte Verschmandung. Hier. So, Fressen ist fertig. Muss ja aber auch perfekt ziehen, da würde ich noch ein bisschen warten. Ja. Es brennt, es brennt, es brennt rum, es brennt, wer hier alle geräuchert. Tarp, Mann. Guck mal, das hier, das ist mein Tarp und mein Tarp hat hier einen Riss. Und wenn es regnet, dann spritzt Wasser auf meinen Kopf drauf und so weiter. Und deswegen wird das jetzt mit Ethanol entfettet. Genau, und deswegen wird das jetzt repariert. Noch und die Temperaturen steigen. Wir haben jetzt diese Temperatur hier. 31 Grad. Das ist geil. Das ist richtig geil. So, wir haben jetzt wie viel Grad? 36,1 Grad. Wir brauchen 50 und, Grad. Genau, so viel brauchen wir noch. Und dann haben wir es geschafft. Guck mal hier. Wir haben hier 42 Grad haben wir jetzt. 42,2. Das ist unsere Raumtemperatur. Das ist richtig geil. Was machen Sie auf mein Frühstück? Hören Sie auf, mein Holz zu ballern! Es muss sein, wir brauchen Hitze. Hitze liegt heiß. Da muss noch viel mehr heiß kommen. Guck mal hier. Hier werden Sachen getrocknet. Handtücher und sowas. Die sind befeuchtet. Und wegen diesem Feuer, also beziehungsweise das, was so ranschleuchtet.
trocknet das schneller. Weil wir haben diese Temperaturen hier drin. Ein neuer Tag beginnt. Das Wetter sieht voll versifft aus. Es hagelt so ein bisschen. Das ist richtig widerlich. So, das Feuer brennt immer noch. Und wir packen gleich Sachen ein und fahren zum nächsten Spot. So, die ganzen Sachen werden hier jetzt eingeladen. Und nachdem die Sachen beladen sind, dann fahren wir zum nächsten Spot, wo wir dann pennen werden. Das Auto ist voll belagert mit den ganzen Sachen. Wir sind losgefahren. Ich bin ein Milchgesicht, wo Schamhaare am Kinn wachsen. Das ist echt, das ist Lifestyle. So, ich habe gerade die Tankstellentoilette zugeschissen. Und jetzt fahren wir weiter. So, wir sind hier bei unserem heutigen Schlafplatz angekommen. Hier werden wir heute pennen. In dieser Burgruine. In dieser rötlichen Burgruine. Und hier vorne ist eine Treppe. Hier kann man hochlaufen. Auf dieser Burgruine waren wir schon mal drauf gewesen. Weil guck mal, wir haben da drüben mal einmal gepennt. Und dann war ich einmal hier drauf. Und hab hier diese ganzen Drachen und sowas gefilmt, die hier rumgelaufen sind. Nur da hatten wir richtig geile Temperaturen gehabt und heute sind Scheiß-Temperaturen. Aber genau, das ist unser Schlafplatz für heute. Also die ganzen Sachen werden rausgemacht und zu unserem Schlafplatz, den tragen wir da hoch. So, wir haben hier in der Burgruine unser Schlafplatz gefunden. Genau, das hier, das ist unser Schlafplatz. So sieht das hier aus. Und gleich wird Holz gemacht. Mein Gesicht ist überblendet. Jawohl. Jetzt wird das Holz zersägt. So, weil das hier voll scheiße ist, hier rumzupennen, packen wir jetzt die Sachen und fahren wieder zurück zu der Hütte, wo wir die vorherige Nacht gepennt haben. So, wir haben gerade unsere ganzen Sachen vom Fenster abgeseilt. Und jetzt laufen wir zum Bus. So, jetzt werden die ganzen Sachen wieder eingelagert im Bus. Dass der Bus komplett voll ist. So richtig überfüllt. Mit ganz viel Überfüllung drin. So, wir sind wieder zurück. Hier in dieser Hütte, wo wir die ersten Nächte gepennt haben. Und guck mal, dieser schmandige Feuer ist schon wieder an. Und ich bin eine richtige Kalkablagerung. Das leuchtet orange. Ja. Guck mal hier. Der Meth-Fahrer hat Holz gesammelt. So, das ganze Holz wird vom Bus hereingeschleppt. Immer noch massig Holz im Auto. So, das ganze Holz wurde erfolgreich vom Bus hergeholt. Jetzt haben wir ganz viel Feuerholz, damit das hier orange bleibt. Die Farbe mir lila. Sogenannte Eichelrandkäsewürfelchen. Die sind aus der Pfalz. So, fressen ist fertig. Ja, wir machen ganz kurz die Hand wie eben, du Vogel. Mit der wunderschönen Arbeit. Ja. Es brennt rum. Es brennt.
Guten Morgen, wir sind aufgestanden. Wir sind wach. Nächster Tag ist angebrochen. Und wir haben schon wieder hier gepennt. So, der Koffein ist fertig. Oh Scheiße, meine Kamera beschlägt. Genau, der Koffein ist fertig. Jetzt können wir Koffein trinken. Das wird wieder so richtig geil. Die heizen nämlich schon mit dem Stoff. Mit dem ja, Koffein zu saufen ist geil. Bei sowas. Guck mal, dieser Hund, der hat mich schon mal von hinten gefickt. Das wollte ich euch alle mitgeteilt haben. Das ist eine richtige Drecksau. So, guck mal hier. Neues Bier ist gekauft. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können gleich ganz viel Bier trinken. So, jetzt erstmal erstes Oettinger saufen. Schieb mich an, du Schieberstein. Geprost. Ich doch nur in der Rest alle 10 Minuten in der Tür, weil ein. It's here! Ich bin an eine ranzige Kalkablagerung mit Scheißeresten, die am Abflussrohr dranhängen. Und Urinresten, Urinsteinresten, genau. Die hängen da auch dran. Also so eine Kalkablagerung bin ich. Jetzt wird der Berg hinterlassbar Natururin produzieren. Das musst du genauso ausspülen wie ein Pferd. Also das musst du richtig rausfließen. Oder hier, wie so ein Rind. Also so ein richtiger testosterongesteuerter Rind. So stark muss das herausfließen. So stark musst du pinkeln. Das ist ganz wichtig. Und dann Naturgas. Ganz am Schluss eine große Portion Naturgas erzeugen. Genau, das ist das Beste. Der Helmut verbrennt das Holz. Ja, ich weiß doch, es ist wie es ist. Selbstvergasung am Turm. Es brennt richtig rum. Es brennt richtiger rum wie mein Kopf. Warum? Ruhe nicht die Kraft. Geprost. Du gibst mir jetzt den Schlüssel. Es tropft und klopft aus oder so. Das sind wunderschöne Geräusche. Ich liebe sie. Ich find's richtig geil. Das sind die besten Geräusche auf der gesamten Welt. Jawohl, noch lauter. Guten Morgen, wir haben den ganzen Tag verpennt. Und heute ist Abfahrttag. Ein Zug, der kommt um 23.41 Uhr in Mannheim an. Ich wäre ein Kakerlakengesicht. Ich bin die letzte Bazille. Die allerletzte. Achso, und das Feuer, das brennt immer noch. Orange. Mit Farbe Orange. Ich habe gerade ein Stück von meinen Schabenhaaren, die auch mein Kinn wachsen, gekostet. Das ist mir irgendwie an meiner Zunge geklebt.
Das hat genervt, das hat mich richtig belästigt. Das war schmandig. So, wir sind gerade dabei, den letzten Rest hier zu verbrennen. Und weil mein Zug bald kommt, sind wir dabei, die ganzen Sachen hier zu packen. Und wir haben nur noch Radler. So, das allerletzte Feuerholz wird verbrannt. Und hier wird jetzt alles aufgefegt, damit wir es genauso hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Jawohl. Jetzt zum Bahnhof hinfahren, Start kommt. Der ganze Wagen ist schon wieder voll. Mit dem ganzen Gepäck und sowas. Ich bin richtig verschmandet. So, ich bin hier vor dem Mannheim Hauptbahnhof. Ich wurde hier in der Nähe rausgelassen. Und mein scheiß Zug, der kommt so in einer Stunde. Und jetzt muss ich eine ganze Stunde warten, bis mein scheiß Zug kommt. Damit ich mit dem scheiß Zug fahren kann. Also das wird dann wieder so ein Zug sein, der schneller fahren kann, als mein Kopf denken kann. Mit so einem Zug fahre ich auf jeden Fall gleich. Guck mal hier. Ich sitze gerade im Zug rum, also in diesem Zug, der schneller fahren kann, als mein Kopf denken kann. Und der fährt gleich los. Und guck mal hier. Hier ist dieser schmandige Fleck an meiner Hose dran. Die ist richtig wunderschön dreckig. Mal gucken, ob dieser schmandige Fleck, das ist Eis gewesen, mit Kirsche drin. Ach scheiße, guck mal, wie räudig meine Finger schon wieder aussehen. Aber genau das hier, das ist ein Eisfleck. Ich bin sehr gespannt drauf, ob der rausgeht nach der nächsten Wäsche waschen. Und hier ist auch überall Dreck und sowas dran. Das ist richtig benutzt, diese Hose heute. Das ist richtig geil. So müssen Touren sein und nicht anders. So, ich bin mittlerweile schon wieder zu Hause angekommen und guck mal hier. Ich habe hier drei Pakete. Ich werde jetzt öffnen. Das ist ein Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungspaket. Da steht drauf, eingeschenkt von Claudio D. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk von Claudio D. Claudio, ich bedanke mich. Jawohl, ich weiß, was das ist. Und zwar, das sind Heringe. Inklusive diese Seile. Für meinen Tab. Weil, guck mal, ich habe diese Heringe in die Wunschliste reingepackt. Weil die meisten Heringe, die liegen bei mir doch in Portugal. Die schwimmen da rum, im Fluss. Weil wir wurden ja von der Flut überrascht. Und da ist meine Heringentasche mit den meisten Heringen weggeflossen. Das schwimmt irgendwo im Fluss rum. Die sind vor mir weggeschwommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die... Vielen Dank für die Heringe. Die werden auf jeden Fall für meinen Tab gebraucht. Die sind voll cool. Oh ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das Ding, das habe ich mir selbst bestellt. Nur irgendwie habe ich das vergessen gehabt, dass ich das selbst bestellt habe. Aber das lag irgendwie zwischen den ganzen anderen Paketen rum. Und genau, und zwar das Ding für meine Kamera, weil ich zeige euch das mal kurz. Und zwar ein Mini-Stativ für meine Action-Cam. Weil das Ding, das ist total am Ausleiern die ganze Zeit und das nervt mich voll. Und deswegen wollte ich prüfen, ob der hier besser ist. Aber den hier, den habe ich mir selbst bestellt und nur vergessen gerade, dass ich mir das selbst bestellt habe. Genau, dann mache ich den alten raus. Dann mache ich den hier rein. Oh, scheiße. Scheiße, nee, das ist ein Scheißprodukt. Weil guck mal, der hier, der ist noch beschissener. Ich glaube, den muss ich zurückschicken. Das ist ein richtiges Scheißprodukt. Also dieser Produkt, der ist noch beschissener als das alte. Das war ein absoluter Fehlkauf gewesen. Wenn das schon so kaputt und ausgeleiert schon ankommt. Das ist richtig scheiße. Guck mal, wie ausgeleiert.
Das ist ein richtiges Schrottprodukt. Das gibt von mir einen Stern. So bewerte ich das und dann schicke ich das zurück. Selber schuld, wenn die so einen Billigrams hier verkaufen. So, und jetzt das letzte Paket. Okay, da scheint wohl ein Victorinox-Messer drin zu sein. Ich habe es mir selbst nicht bestellt, das lag bei mir irgendwie in der Packstation drin. Okay. Ein Natururin-Victorinox-Messer. Da bin ich gerade absolut überrascht. Vielen Dank an Unbekannt für das Natururin-Victorinox-Messer. Das ist genial. Das ist geil. Damit hat man mich auf jeden Fall so überrascht. Damit hätte ich auf jeden Fall nicht mitgerechnet. Der hier, der wird auf jeden Fall so richtig benutzt. Vielen Dank für die Pakete. Ich habe noch mehr Pakete hier rumliegen, aber die werde ich beim nächsten Mal öffnen. Genau, das mache ich jetzt so. Und wir haben gerade richtig versifftes Scheißwetter draußen. Und guck mal, mein gelber Sack ist voll. Hier vorne geht's zu einer weiteren Buschkraft-Tour, wo der Meth-Fahrer auch mit dabei war. Wir haben da bei -4 Grad draußen gepennt. Das müsst ihr euch alle geben. Das ist auch ein Geisteskrankheitsvlog.